Hi und herzlich willkommen zum Tenpan aus dem letzten Jahr. Es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe tatsächlich ein bisschen was aufgebraucht. Wir wollen aber diese ganze Sache nicht nur so komplett stur machen, sondern ich erzähle schon immer ein bisschen was zu den Sachen. Und es ist immer cool, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht so Referenz Benutzungsmöglichkeiten für die Produkte habt. Das hilft mir, das hilft euch. Also wir helfen uns sozusagen gegenseitig. Und schon zu Anfang, wenn du mich unterstützen möchtest, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ja, wie wir uns austauschen können, gerade was das Tenpan betrifft, unten in den Kommentaren. Das hilft mir, das hilft euch. Was soll ich dazu sagen? Also wir legen jetzt mal los. Ich habe ein neues Spielzeug. Ihr habt gesehen, der Ton ist ein bisschen anders. Wenn das jetzt nicht geklappt hat, haben wir jetzt hier an der Stelle den alten Ton. Und wenn es geklappt hat und mein Schnittprogramm mitgespielt hat, dann darf ich da auch mit dem neuen Ton hantieren. Denn der neue Ton kommt tatsächlich jetzt von meinem Handy, weil meine Kamera hier zu alt ist. Die wird aber dieses Jahr dann auch noch ausgetauscht. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen vom eigentlichen Thema. Denn es ist mir natürlich wichtig, nicht nur Dinge immer aufzumachen und Dinge nur zu kaufen, sondern die Sachen halt einfach auch aufzubrauchen dann. Ich habe ADHS, ich habe natürlich auch Kaufimpulse, aber für mich gilt einfach die Regel, ich sollte vorher schon die Sachen, die ich hier habe, auch aufbrauchen. Und wenn ich halt keinen Platz mehr habe, dann ist das halt einfach das Zeichen. Und ich habe gerade zum Beispiel jede Menge Toner auf und frage mich, wie ich das eigentlich alles verwenden soll. Zwei davon sind im Tenpan drin. Ich würde jetzt einfach sagen, wir legen mit dem ersten Produkt los, mit dem wir im letzten Jahr auch gestartet haben. Und das ist das Urea. Das werde ich mir nachkaufen. Das ist einer Creme ähnlich. Das werde ich mir nachkaufen, wenn ich keine Cremes mehr habe. Na, also das sieht bei mir gerade echt wild aus. Und es kommen natürlich auch immer wieder Cremes raus und die möchte ich natürlich auch testen. Und da lauter Zeug offen zu haben, du hast halt auch nur ein Gesicht. Ne? Also klar, eine Frau sollte sich schon bis also Hals und Dekolleté auch noch mit eincremen. Ich kann das wirklich empfehlen, das Zeug, seit da eben kein Carbomer mehr drin ist. Es ist halt echt so. Ich mag es echt gerne, aber wie gesagt, wenn du halt eine Vielfalt an Auswahl hast, du hast halt nur ein Gesicht. Ne? Deswegen sollte das jetzt endlich mal leer werden. Es wird langsam leer. Wir hatten, als wir uns das im letzten Jahr noch gesehen haben, 99,75. Jetzt haben wir tatsächlich nur noch 81,5. Ich habe tatsächlich echt jede Menge aufgebraucht. So, dann machen wir weiter mit dem Isana Pure. Und die Flasche aus dem letzten Jahr habe ich aufgebraucht. Die war ja schon ziemlich leer. Ich hatte allerdings auch noch ein Backup. Isana Pure, dieser Toner, den kann ich echt empfehlen. Ich mag den echt gerne, wenn halt nicht so viel gerade rausgekommen wäre und ich eben auch noch andere Dinge hätte, die ich eben aufbrauchen muss. Also muss man halt einfach auch so ein bisschen Prioritäten setzen, bevor eben Produkte schlecht werden. Und den gibt es halt für wenig Geld, fehlt noch nicht so viel. Ne? Also ich hatte ihn einmal jetzt, glaube ich, in Verwendung, ich mir einfach gedacht habe, hey, du willst die Sachen jetzt eh erstmal noch wiegen und so, und dann wird es erst wieder interessant beim nächsten Mal. 230,9. Also wie gesagt, ich habe die eine Flasche im letzten Jahr aufgebraucht und leider hatte ich noch ein Backup. So, dann haben wir hier Balea Medica. Mein Topf. Und das ist das einzigste Produkt. Ich habe so eine Briefwaage, die habe ich euch unten verlinkt in der Infobox. Das kannst du aufklappen. Da ist die Briefmarke, die Briefwaage drin. Und mit der wiege ich halt auch meinen Sonnenschutz ab. Also das obligatorische Gramm, was man sich eben auf dem Gesicht auftragen muss, wenn du dir gerade neue Produkte besorgst oder eine neue Sonnencreme besorgst, weißt du halt nie so genau. Ich wiege nicht jedes Mal ab. Ich wiege einmal ab, um zu sehen, was ungefähr ein Gramm ist. Na, so halt. Und das ist ganz geschickt. Deswegen habe ich mir die Briefwaage geholt. Ich will noch fünfmal Briefmarke sagen. Briefwaage. Nur das kann die Briefwaage nicht wiegen, weil das einfach zu schwer ist.
Aber ich habe tatsächlich ein bisschen was aufgebraucht. Und das ist bei mir bei so Bodylotions eine große Sache. Ich habe es tatsächlich aber auch als Handcreme verwendet. Wir hatten im letzten Jahr noch 384 Gramm. Jetzt haben wir 350 Gramm. Also ein bisschen was ist raus. Und nicht falsch verstehen, auch die mag ich echt gerne. Es ist ein tolles Produkt. Das heißt, mag ich echt gerne. Also es funktioniert für mich halt einfach nur nicht, weil halt andere Sachen besser sind. Isana Liquid Hydrator. Na, also ich habe ja gesagt, ich habe ein paar von diesen Liquids auf. Und das verwende ich aber auf der Kopfhaut. Das Einzige, was ich an ihm nicht mag, für das ist er ja nicht da. Ne? Also da darf man ihn ja nicht judgen deswegen. Er macht die Haare ziemlich strähnig. Also manche Produkte sind halt kontraproduktiv für die Haare. Da musst du halt immer gucken. Und auf der Kopfhaut ist er aber eigentlich ganz gut. Ich kann halt gerade nicht regelmäßig anwenden und deswegen Kopfhaut 133,32. Da hatte ich ihn nur einmal verwendet gehabt. Da bin ich so ehrlich gewesen. Und jetzt haben wir 114,05. Na, also das ist immerhin, immerhin. Bisschen was ist weg. Ist auch ein tolles Produkt. Aber anscheinend soll der von Balea, den ich immer noch nicht getestet habe, der hier hinten steht, der soll ein bisschen besser von den Inhaltsstoffen sein. So, das Cadeavira-Öl. Da habt ihr mir gesagt, verwende es doch an den Beinen. Habe ich gemacht. Ich mag den Geruch nicht. Ich mag das Gefühl nicht. Er geht ja an den Beinen genauso schlecht weg wie im Gesicht auch. Also habe ich dann ganz schnell sein gelassen. Aber es ist tatsächlich auch nicht mehr so viel drin. Und der wird beim nächsten Mal auch nicht mehr stattfinden. Wir haben hier 70,84 Gramm. Ne? Und jetzt, nee, also das letzte Mal waren es 70,84 Gramm. Und jetzt haben wir 43,55. Wie gesagt, beim nächsten Mal wird der leer sein. Ich freue mich schon. Weil dann kann ich den Balm mal auch weiterverwenden von Geek and Gorgeous. Und da habe ich auf jeden Fall mir mal wieder ein bisschen Platz mir eingespart. So, jetzt haben wir was Neues. Ich hatte ja, an der Stelle war irgendwie ein Cadeavira-Produkt. Ich weiß nicht mehr genau. Ah, das war das mit den Ceramiden von Cadeavira. Das hatte ich auch leer gemacht. An der Stelle habe ich die Maske. Und das soll nicht heißen, dass die Maske schlecht ist. Ich habe die Maske jetzt auch schon einmal verwendet gehabt. Und meine Haut hat die super schnell weggezogen. Ich bin aber kein Maskentyp. Jetzt denkt ihr euch, warum kaufst du dir das Ding dann? Das war im Adventskalender drin. Und ich weiß halt jetzt schon, das ist für mich eine Herausforderung, weil, wie gesagt, ich mache das nie. Das passt einfach nie in meine Routine rein. Ist trotzdem ein gutes Produkt, wie schon gesagt. 86,2 Gramm. Vielleicht werde ich es auch noch gesondert in einem Video mal vorstellen. Ich glaube, ich werde das eine Weile lang haben, weil, wie schon erwähnt, tue ich mir schwer mit solchen Produkten. Dann haben wir das Vitamin C. Und auch das Vitamin C, das andere habe ich leer gemacht. Das hat jetzt lang genug gedauert. Ich habe geguckt, wann ich es vorgestellt habe und wann ich es ungefähr gekauft habe. Ich hatte die Flasche ein Jahr lang. So viel dazu. Und die ist voll. Und auch die ist aus dem Adventskalender gekommen. 61 Gramm. Es ist halt so, ich mag, also das sorgt bei mir dafür, dass es halt einfach ein Ticken zu viel ist manchmal. Und ich mag das nicht. Das ist eine Sensorik, die vielleicht auch so ein bisschen meiner ADHS zu Schulde gekommen ist oder halt deswegen stattfindet. Ich habe halt so eine fettige Haut, ich will mir die Haut nicht noch zusätzlich fettig machen, nach der Reinigung, besonders am Morgen. Und das sind halt so Antioxidantien ganz toll. Aber für mich ein Öl am Morgen und dann noch ein Sonnenschutz, schwierig. Schwierig, schwierig. Wir haben 61 Gramm. Ne? Kann sein, dass ihr mit dem Zeug richtig gut zurechtkommt. Für mich ist es halt nichts, weil ich habe eine Mischhaut, eine fettige Mischhaut. So, Isana Med Serum habe ich mich extra gezwungen zu nehmen. Das auch grad, passt gerade nicht in meine Routine rein, obwohl ich das echt mal geliebt habe, das Zeug. Das habe ich auch in den Oldie but Goldies 2023, glaube ich, aufgenommen.
22. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich verwende das halt gerade, weil ich habe ja auch ein BHA von NO aus dem Adventskalender raus. Da solltest du halt immer schon so ein bisschen darauf achten, wenn du BHA nimmst, nimm noch was Beruhigendes für die Haut drauf. Und das ist ja schon schön hautberuhigend. Aber ansonsten würde ich das halt wieder ignorieren. Naja, vorher waren es 106,47 Gramm. Jetzt haben wir 97,9 Gramm. Viel ist es nicht, aber immerhin ein bisschen. Wir sind stolz aufeinander, oder? Ihr könnt übrigens mir auch mitteilen, wenn ihr selber so eine kleine Challenge macht, um eben auch frühjahrsmäßig mal ein bisschen bei euch Sachen aufbrauchen, aufräumen, was auch immer, dass ihr halt eben Dinge nicht wegschmeißen müsst. Dann könnt ihr das gerne mir auch unten in den Kommentaren mal berichten. Ich gucke übrigens immer nach unten, weil da mein Notizbuch steht. So, jetzt kommt nochmal ein neues Produkt, weil ich habe das von Bayer und Söhne, dieses Sonnenzeug habe ich aufgebraucht. Habe ich immer so als Topping drunter. Oder habe ich es als Topping verwendet? Nee, ich habe es drunter aufgetragen und drüber die Sonnencreme. Weil mir das halt dann doch zu unsicher war bezüglich der Filter. Ihr solltet nie was über der Sonnencreme auftragen. Und wenn ihr halt Make-up tragt, bisschen warten. Man sagt, glaube ich, grob eine halbe Stunde. Aber ich halte mich auch nie danach und bin auch nicht so jemand, der sich morgens schminkt. Ich bin ja der Meinung, mach es nicht direkt, wenn es 10, 15 Minuten sind. Besser als wenn du keine Sonnencreme trägst, ne? Aber ja, kommen wir zur Handcreme. Ihr wisst ja, ich habe den Bottich hier, den sollte ich leer kriegen. Und so eine Zweckentfremdung ist halt auch so Hände, ne? Die ist ein bisschen leicht für die Hände, muss ich sagen. Jetzt muss ich tatsächlich dann auch noch zusätzlich eine Handcreme aufbrauchen. Das geht gerade im Moment. Ich lerne gerade viel und wenn du dir halt die Hände wäschst und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, trockene Hände und Papier anfassen geht bei mir überhaupt nicht. Das ist für mich eine Sensorik, die geht überhaupt nicht. 80,32. Ich habe ein bisschen was schon verwendet. Sie ist sehr dick. Sie kommt recht schlecht aus der Tube raus. Ich habe mir schon super lange keine Handcremes mehr gekauft, weil ich immer Bodylotion. Ich nehme immer die von Isana, die Urea Bodylotion, weil die ein bisschen zäher ist. Und so braucht man die halt dann auch auf, wenn man halt ein Produkt zweckentfremdet. Wie gesagt, eure Tipps gerne unten in die Kommentare. Mal schauen, was ich das nächste Mal zu berichten habe. Also, ja. Dann, letztes Produkt. Und ich habe es eigentlich so gut wie nie verwendet und ich schäme mich ein bisschen, weil das ist einfach nur eine Probe und ich kriege es einfach nicht hin, die Probe zu verwenden. 9,6 das letzte Mal, 9,59 jetzt. Und Squalan, besonders das Squalan von Bayer und Söhne, ist eigentlich eine tolle Sache. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht benutze. Frag mich nicht, warum? Ich weiß es nicht. Passt halt auch irgendwie nicht so richtig gerade in meine Routine, weil meine Haut immer so ein bisschen nachfettet. Jetzt habe ich ja das BHA wieder in der Routine, was bei mir so ein bisschen zur Folge hat, dass meine Haut nicht so zurückfettet. Ist einfach immer geiler, wenn ich BHA auftrage. Dann habe ich lang nicht so eine fertige Haut. Also das ist richtig, richtig toll. Das funktioniert für meine Haut halt gut. Und vielleicht nütze ich es jetzt mal ein bisschen mehr. Mal schauen. Es ist echt eine kleine Menge. Und das schleppe ich jetzt schon super lange mit mir rum. Und es hat halt schon viel Geld gekostet. Am Ende, ne? Ich habe, glaube ich, 5 € für die Probe gezahlt oder so, ne? Also ich finde schon, dass das einiges an Geld ist. So, wie sieht es bei euch aus? Wie läuft die Aufbrauch-Challenge bei euch? Berichtet mir in den Kommentaren oder falls ihr irgendwie Bock habt, da jetzt einzusteigen, ihr müsst ja keine 10 machen, macht's mit 3 und wiegt die Sachen ab. Das ist gut für die Psyche, weil bei manchen Sachen sieht man halt einfach nicht, dass man die aufbraucht. Sowas wie das hier. Man gewöhnt sich da halt irgendwie an den Anblick und denkt sich, oh Scheiße, das geht dann einfach nie leer. Man hat eh schon keine Lust mehr auf das Produkt. Deswegen wiegt's ab.
das ein bisschen was für eure Psyche und dann seht ihr, ja, das läuft schon. Und so brauchen sich dann die Produkte auch ein bisschen eher auf. Ihr könnt auch mal bei Discord vorbeischauen. Link gibt's in der Infobox. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.